Weiter geht's heute mit dem Historic GT Cup. Das fünftletzte Rennen. Los geht's. Und heute fahren wir auch wieder ein bisschen Ford GT. Und zwar den GT40. Sydney Motorsport Park. In zwar 6 Runden auf der Reverse-Strecke, die uns heute anstehen. Chris, ein paar Worte über den Sydney Motorsport Park. Was erwartet die Fahrer der Grid World Series hier? Naja, es ist eine rasante Strecke. Es gibt eine lange Gerade mit einer späten Biegung. So, wir starten von Start 10 und von 13. Also, heute ist übrigens kein Rennen, wo wir dann, wo wir dann ja, die nächste Rennkette ist, irgendwie doch noch mit nach Hause fahren. Aber nein, es gibt halt die Möglichkeit, nur dieses Rennen zu. So, ich drück mich mal da irgendwie rein, wenn sie dann alle bremsen, gehe ich in von der ersten Kurve rein und vorne auf die Spitze. Und ich habe nichts, es ist nichts passiert, es ist kein Unfall gewesen, sondern einfach nur durchgekommen. Okay, angreifen. Ich gebe es weiter. Hier kannst du jetzt nichts reparieren in diesen 6 kommenden Runden. Angreifen scheint gerade nicht möglich zu sein. Es gibt nur dieses Rennen hier. Es gibt heute nur ein einziges Rennen. Morgen haben wir dann 2 Viererblöcke, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also eigentlich morgen am Montag. Und dann geht es zum Richtung Finale. Aber schauen wir mal. So, momentan führen wir das Rennen an hier in Sydney. Das wollen wir auch gerne behalten, die Führung. Das Ding dann irgendwie nach Hause nehmen. So. Schon das Finale. Die finale Runde, ja. Verstanden. Gebe Anweisung zum Angreifen. Greif mal an, wir sind jetzt in Kurve 2. Guter Start. Bleib an der Spitze. Ja, gerne, hatte ich vor. Ich habe das Gefühl, dass der Ford ein bisschen mehr Power, ein bisschen mehr Grip hat als der Ferrari. Der Ferrari hat auch schon ein bisschen so Schwierigkeiten. Ja. Schau, dann müssen wir nur ein bisschen auf uns achten. Alter, ja, zum Thema Grip. Zum Thema dazu, da hat er auch schon ordentlich geschlingert, aber das passt. Alles gut. Ich hab's gemerkt. So, nächste Runde, Runde 3 geht's jetzt. Noch 4 Runden zu fahren. Ich weiß. Dauert eh nicht lange, weil wir ja nur. Also die Folge heute dauert definitiv nicht lange. Jetzt ist dann nochmal um 20 Minuten gewesen. Heute werden wir mal ein bisschen Glück mit 7 Minuten durchkommen. Aber ich kann es auch nur schneiden, wie es halt in dem Moment von Serie zu Serie geht. Und jetzt sind wir in sehr lang, ist das Playback durch. Und dann können wir dann immer mit der Assetto Corsa beginnen. Aber dann mache ich schon eine kleine Rennpause und dann machen wir dann immer in Ruhe mal weiter. Ich habe ja eh genug vorbereitet. Heute, glaube ich, ist es den 22. Januar. Da muss ich ungefähr, wie weit wir vorbereitet haben. 24. So, jetzt geht's hier. Okay, jetzt geht's um Runde 4. Ich versuche es weiterzugeben. Okay, du hast gerade die Hälfte des Rennens absolviert. Ich habe hier beim Rennen so souverän an. Wir haben keine Strafen momentan. Das darf sich hoffen, brauchen sich auch nicht ändern. Und vielleicht auch versucht eine Minute tatsächlich sogar. Ja, so wird es schwierig werden. Das ist ein Thema, vielleicht keine Strafen. Da sind wir echt ein bisschen gut durchgedriftet, hier durchgerutscht. Das sieht ein bisschen aggressiv aus.
auch keine neue letzte Runde werden. Ja, noch zwei Runden zu fahren. Letzte Runde und dann haben wir es geschafft, liebe Leute. Also zumindest heute hier. Letzte Runde für heute. Ja, ein bisschen angefahren sind sie noch, die Reifen. So, dann haben wir es bald geschafft. Ach, letzte Runde, wir haben eine. Letzte Runde. Bleib bis zum Ende in Führung. Du wirst keine Strafen in die Höhe. Verstanden. Angreifen. Ich geb's weiter. Du hättest auch schon ein bisschen früher mal auf die Richtung gekriegt. Okay, das wird angegriffen. Dann geht es jetzt ins Finale. Zweite Sektor war noch eine neue Bestzeit. Ne, reicht nicht, um eine neue Bestzeit zu fahren. Aber ich glaube, minimal haben wir es tatsächlich. Reicht nicht, um unter einer Minute zu fahren. Aber ich glaube, wir haben tatsächlich um eine neue Bestzeit gefahren. 1:08, ne, aber nicht. Es war die vierte, fünfte Runde. Oh, dann hat er echt ein Problem noch gehabt. Ja, das ist der 16. geworden, ja. Dann hat er echt noch eine Kollision gehabt, weil der war zwischendurch mal auf 8 oder so. Aber da muss immer noch sich noch irgendwas geknallt haben, da ordentlich. Aber egal. Müssen wir halt jetzt mitleben. So, dann sind wir durch heute. Mit Grid. In der nächsten Folge geht es dann mit dem etwas größeren Viererblock weiter. So. Und wieder mal die zwei da vorne um uns rum. So. Unser Team hat es gerissen noch irgendwie. Und dann machen wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder mit 4-Rennen Track Day Series Specials. Und dann sind wir, glaube ich, durch mit der Historie. Ne, eine haben wir noch. Eine haben wir noch. Ein Historic-Ding. Den nächsten Viererblock, den wir uns dann haben. Die wir gestern sehen. Aber wir machen jetzt erstmal Pause. Schönes Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder mit dem Teil hier.